Jawohl, es liegt noch kein Schnee, darum sind wir noch mal ein bisschen draußen unterwegs und genießen ein weiteres Wochenende ohne Schnee hier oben auf 1100 Meter. Mal gucken, was wir ein bisschen finden. Ein bisschen Spielzeug haben wir auch dabei. Heute mal das Isula als Snackknife dabei. Lässt sich wirklich problemlos, leicht, ohne dass es stört, um den Hals tragen. Immer griffbereit, zack. Feine Sache. Meistens reicht ja schon so was Kleines. Mal hoch. Zeig mal Bein. Jawohl, was haben wir denn da? Ein Kaber Bob Dozier. Super cooles, leichtes EDC-Messerchen. Wird auch noch vorgestellt. Super Sache. Da hat sich erst vor kurzem ein Specht dran zu schaffen gemacht. Der ist total mosch, der Baum hier unter. Ganz so weich. Der hat sich hier einmal durchgetackert. Bis hoch. Ja, der ist beim nächsten Sturm fällig. Ja? Wahnsinn. Und das Beste ist, es ist zwar trocken und es regnet nicht und es ist einigermaßen warm, aber es ist irgendwie kein Touri-Wetter. Darum sind überhaupt keine Touris hier im Wald unterwegs. Nirgendwo, keine Mountainbiker, keine Wanderer, gar nichts. Hast du den ganzen Wald für dich alleine und es ist schön ruhig. Herrlich. So muss es sein. Oder sind wir auf den Felsen hoch? Oder komm, wir müssen zu den Felsen. Gute Idee. Wow! Da kann man mehr hochgehen. Da muss der Baum sieht gut aus. Voller Moos rundherum. Also von wegen, Moos wächst bloß an der Ostseite. An dem wächst rundherum. Ja, da.
Die Ameise hat ein paar Beeren erlegt. Guck mal, Kiddies. Die Ameise hat euer Mittagessen erlegt. Hochgefährliche Goldbeeren im Schwarzwald. Da ist noch schön was, wo Mamas Weihnachtsdeko. Die Kleinen hier. Guck, hast du mal andere Tannenpuzzeln? Dann können wir ein Waldbild machen. Nee, es gibt die Weihnachtsdeko. Ist ja bald. Deshalb kommen wir gerne runter auf den Weg. Da unten ist einer. Ich muss sagen, inzwischen hat es ziemlich viele Laubbäume hier oben. Gleich zu früh. Da macht wohl einer eine starze Vierle. Oh ja, so macht das Spaß. Erik, möchtest du oder Lisa? Pizza im Wald dabei. Ah, guck, hier ist das andere. Oh, ist auch ein Stück für mich dabei? Ja, die sind hier mit Paprika. Oh, lecker. Hier, guck, ein, das ohne, nur mit Käse und Tomaten. Das ist mein schönes. Ja, ist auch ein lecker Pizza zu futtern. Ich glaube das. Nein. Ja, Spielkiste. Zum Feuer machen. Das zwei das Steine. Die beschichteten Klinge vom Messer kriege ich das nicht runter. Nehmen wir das Striker dazu. So, guck, dann haben wir erstmal den kleinen unten ein trockenes Holzbett. Schön gucken, ob man da mit einem, was haben wir denn noch als Zunder, Lisa? So, guck mal, dann haben wir da irgendwo noch einen Rotzlumpen von Erik, sehr gut. Und jetzt passen wir auf, was wir hier drum rum. Den machen wir nachher noch ganz klein. Ja, aber zuerst müssen wir das nachher ankriegen. Mit unseren bescheidenen Mittel, die wir dabei haben. Das machen wir auch noch klein. Die ganz kleinen stecken wir mal unten rein. Das Tempo allein. Hast du nichts was anderes dabei? Nee. Das Holz, was wir hier gefunden haben. Und ein Tempotaschentuch. Vielleicht
Jetzt darf ich aber. Ja, aber langsam mit so wie so ein Feuer. Am Anfang ein bisschen Luft geben. Das darf ich geben. Nicht rein, nicht rein, nicht rein. Nur drauflegen, sonst drückst du es wieder aus. Warte mal, das hat doch genug Holz, dieser. Lass es doch erstmal anbrennen. Wenn alles brennt, dann lege ich das hin. Das lässt jetzt erstmal in ein paar Minuten ankokeln. Und dann kannst du doch. Du musst erst noch mal in den Wald Holz suchen. Wenn es überhaupt ankommt, ist es nämlich nicht 100% trocken. Wir verbrennen deinen Hammer auf. Oh, da kommt der kleine Pyromane. Was du? Lass es bitte. Lass es nicht rein. Nein, das nicht. Okay. Nein, Erik. Benutze deinen Stock. Geh mal bitte von der Seite. So, die Brandbekämpfer am Werk, ja. Aber nicht aus dem Grill raus, Erik. In der Feuerstelle lassen. Jawohl, ausklopfen. Erik, geh mal aus dem Rauch raus. Jetzt das letzte noch. Guck mal, wie viel Rauch. Geh mal zur Seite. Erik, aus dem Rauch. Wegen Verschüttler. Hm? Verschüttler. Was? Genau, dass überall hinkommt. Hm. Das kommt aber viel nicht mehr. So, das war's für heute. So, das war's für heute. Ein paar Stunden draußen, ein bisschen im Wald. Mit den Kiddies noch ein bisschen Feuerle machen. Macht Spaß. Besser wie das ganze Wochenende drin sitzen und Fernsehen gucken. Ne? Also Leute, geht raus. Dann kommt der Winter. Wir sehen uns bei YouTube wieder. Ciao.